Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, heute ist Samstag und ich fange direkt mal an mit einem kleinen Haul. Mit ein paar Disney-Sachen, aber auch ein paar Nicht-Disney-Sachen. Das erste Teil habe ich schon an, das zeige ich euch gleich im Spiegel. Ansonsten, ja, es ist schon langsam leer hier in der Bude. Ich habe ja am Mittwoch Geburtstag, aber es wird nichts Spektakuläres. Meine Freundin kommt noch vorbei zum Kaffee. Danach dann meine Mutter, mit meinem Papa wahrscheinlich. Genau, also ja, nichts Spektakuläres. Ich werde auch nur 29. Ja, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Ja, ansonsten wird es, wie gesagt, schon leerer. Es kommt mehr Deko da. Da steht der Umzugskarton. Ja, als nächstes muss ich mal ein Ankleidezimmer angehen und die komplette Küche muss ausgeräumt werden. Aber wie gesagt, erstmal kommt jetzt ein kleiner Haul aus Disney und Non-Disney-Sachen. Und entschuldigt bitte das Chaos, da hinten mein Wäschekorb. Die ist frisch gewaschen, also muss ich nur noch verräumen. Ja, und ihr seht, die Wände sind alle schon blank, ist alles schon runter. Die Vorhänge muss ich auch demnächst alle abmachen und waschen. Ja, viel zu tun mit so einem Umzug, aber meine Shop-Disney-Bestellung ist angekommen. Der Steamboat Willie Spirit Jersey. Ich trage hier Größe S. Und man sieht es jetzt sehr schlecht, aber ihr seht, der ist so ein bisschen fluffy. Der ist unten und an den Ärmeln unten so ein bisschen gefüttert mit so einem ganz, ganz so einem Teddy-Stoff. Finde ich sehr schön. Genau, wie gesagt, ich trage Größe S. Und ich zeige euch den jetzt so von hinten. Genau, so sieht der Spirit Jersey von hinten aus. Und ja. Ich finde ihn echt, echt cool, vor allem, dass er auch ein bisschen wärmer ist. Also man kann ihn dann halt nur im Winter oder Herbst oder Frühling tragen. Gut, im Sommer trage ich eh keine Spirit Jerseys. Genau, dazu gab es ja noch den ganz, ganz tollen 2021 Schlüssel. Also mit toll meine ich ironisch ein bisschen, weil, naja, sieht ein bisschen kindlich aus. Ist jetzt nicht der hübscheste Schlüssel, aber da ich die sammel, musste der auch dabei sein. Und den gab es ja eh. Zum Spirit Jersey gratis dazu. Dann kam noch meine Lego-Bestellung an, die ich am 1. Januar direkt bestellt habe, weil das wurde erst am 1. Januar rausgebracht. Und zwar dieses Mickey Mouse Arts Ding. Also es ist ein Bild. Entweder man kann Mickey basteln, also aus Lego-Teilen bauen. Ist aber eher so wie ein Puzzle, würde ich sagen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde auch ein separates Video dazu machen. Also denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit ihr das nicht verpasst. Also entweder Mickey Mouse oder halt Minnie Mouse. Ihr seht ein Bild, zwei Optionen. Und da ist auch ein Soundtrack drin. Das heißt, beim Bauen könnt ihr euch das anhören. Wie gesagt, ich werde ein Video darüber machen und meine Meinung dazu abgeben. Und hier seht ihr das ein bisschen besser. Ja, und es wird einen schönen Platz in meiner neuen Wohnung bekommen. Dann habe ich noch beim Nach-Weihnachts-Sale zugeschlagen. Also die Pakete kamen alle, als ich in der Schweiz war. Und zwar habe ich mir zwei Poloshirts bestellt. Einmal das in dunkelblau und einmal dasselbe in meinem Rosé. Von Tommy Hilfiger. Normalerweise kosten hier so 50, 60 Euro. Und die waren jetzt für 25 Euro im Sale. Da musste ich zuschlagen, weil ich die schon sehr gerne trage. Im Sommer zur Arbeit oder so. Ich trage aber Größe XL, weil es Slimfit ist. Aber ich finde die Länge perfekt und ja, also sitzt super. Und genau das Rosane jetzt hier eingedingst, eingewurschtelt. Also es ist im Prinzip dasselbe Poloshirt, nur halt in rosa. Genau. Und dann habe ich das erste Mal bei Purelay bestellt. Genau, es kam auch, als ich in der Schweiz war. Und zwar einmal dieses Set aus Ketten. Das war ein komplettes Set mit diesen drei Ketten, die man so übereinander trägt. Das ist dieser Layering-Look. Ist ja jetzt im Trend, ne? Und ja, jetzt bin ich Pullover ist ein bisschen doof, weil der ein bisschen verdeckt wird, der Schmuck. Aber gefällt mir schon sehr gut. Das ist jetzt Roségold. Und ja, ich werde mir auch wahrscheinlich noch andere Sets da noch zulegen. Aber ich habe noch was bestellt bei Purelay. Und zwar eine Surprise Box oder ein Surprise Package. Es gibt es in Silber, in Gold oder in Roségold. Kostet 30 Euro, aber der Wert des Schmuckes ist 60 Euro. Aber wie es schon heißt, Surprise, also ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Ihr bekommt auf jeden Fall ein Set aus Ohrringen und Kette. Und ich bin mit meinem Set ganz zufrieden, muss ich sagen, in Silber. Es sind einmal hier diese Ohrringe, wirklich sehr schlicht, aber auch sehr schön. Und dann hier diese Kette, die ist auch ein bisschen länger.
Was ich cool finde, man könnte das unten einen Charme dran machen. Und ich würde noch eine kürzere Kette dazu anziehen, in diesem Layer, um in diesem Layering-Look zu bleiben. Genau, da gucke ich auch mal bei Pure Lay, was man dazu kombinieren könnte. Aber finde ich schon sehr schön. Vielleicht bestelle ich mir jetzt noch eine Surprise-Box. Mal sehen, in Gold oder in Roségold. Ja, so, das war mein kleiner Haul. Natürlich wird es auch einen Januar Disney Haul geben. Aber dann ausführlicher mit Try-ons etc. pp. Aus der neuen Wohnung. Ja, was noch bei der. Es war noch so eine Karte dabei bei der Bestellung von Pure Lay. Lay? Pure Lay? Ich weiß nicht, es spricht doch irgendwie wie bei Shein oder Shein. Spricht ja jeder anders aus. Es war noch eine Karte dabei, was ich euch unbedingt vorlesen wollte: den Spruch 2021. Oh, ist ja Englisch. 2021 is the year to fall back in love with yourself, the world and life again. Ja, ein sehr, sehr schöner Spruch. Man sollte positiv in die Zukunft schauen, auch wenn es zurzeit nicht wirklich möglich ist. Ich bin ja eigentlich schon noch beschäftigt, aber ich weiß, dass viele sich zurzeit langweilen, wenn man nichts zu tun hat, nicht rauskommt. Ja, ich bin ja beschäftigt mit meinem Umzug, aber ich weiß, ich kann es nachvollziehen, wenn sich andere langweilen. Aber wir müssen stark bleiben, positiv, und 2021 wird irgendwann bestimmt auch wieder besser. So, ich packe gerade eine Kiste und einige haben sich ja Tipps von mir gewünscht bezüglich Umziehen oder Kisten packen. Ich habe ja hier die ganzen Loungefly-Rucksäcke, die ja relativ steif sind. Das heißt, man kann sie jetzt nicht irgendwie platzsparend in Kisten packen. Deswegen fülle ich sie mit Klamotten. Also ich leg da jetzt, falte da jetzt alle meine T-Shirts rein, also so weit es geht, bis oben hin. Und genau, und dann lege ich sie in den Karton rein, weil so kann man den Platz auch gut ausnutzen, bevor man ihn jetzt leer lässt. In den Rucksack, ja, packe ich da T-Shirts rein. Ja, es ist Sonntag, ich bin ungeschminkt, aber ich bin in der neuen Wohnung und ich wollte euch ja noch eine Roomtour geben, bevor jetzt hier alles an Möbeln vollgestellt wird. Deswegen halt es hier auch noch so. Genau, also dann beginnen wir mal und ich zeige euch meine neue Wohnung. Genau, hier ist die Eingangstür und wenn man reinkommt, ist das schon mal der Flur. Sehr groß, sehr schön und wir haben auch schon alles gestrichen. Dann kommt man jetzt hier links ins große Wohnzimmer. Dann auch schon ein paar Blümchen von mir zu Hause drin. Genau, also ein sehr großes Zimmer. Echtes Parkett. Und genau, da hinten, wenn man da hinten runter geht, ist der Rhein. Und genau, ist ein kleiner Balkon. Und da oben ist der Märchenwald. Ja, also ein sehr, sehr schöner Ort zum Wohnen. Dann haben wir hier links die kleine, aber feine Küche. Die wird jetzt auch noch bestellt, also die ist bestellt. Die kommt ja von Lidl. Muss man das zusammenbauen, aber wirklich ganz, ganz klein und schnucklig. Von da unten haben wir nicht gestrichen, weil es eh zugestellt wird. Dann haben wir hier mein Schlafzimmer. Auch sehr groß, ein toller Raum. Kommt dann mein Bett hin und ein großer Schrank hier links und hier kommt komplett alles mit Kommoden voll. Das ist so der Plan. Dann ein drittes Zimmer, mein Ankleidezimmer, Schrägstrich Disney-Zimmer, obwohl meine Wohnung wahrscheinlich ein komplettes Disney-Zimmer sein wird. Aber hier passen auch meine kompletten Schränke rein, was sehr praktisch ist. Dann haben wir hier so eine, meine, also die Therme ist hier drin und haben hier noch Platz zum Abstellen. Ihr seht, da steht schon einiges. Aber hier möchte ich so ein Regal hinmachen, was 1,80 hoch ist, damit der Platz auch gut genutzt wird. Dann gibt es hier eine Gästetoilette. Das ist spannend, da steht noch der Farbeimer. Ja. Und dann kommen wir ins Bad mit Badewanne. Hier ist noch der Putzeimer. Ja, so sieht das alles aus. Da kommt dann die Waschmaschine hin. Und hier werde ich dann mal einen Spiegel dran machen mit Licht. Ja. Aber jetzt seht ihr mal die Wohnung im Urzustand, bevor jetzt meine Möbel hier reinkommen. Genau. Ich habe heute jetzt geputzt und fahre jetzt wieder in meine alte Wohnung weiter Kisten packen. Heute zeige ich euch wieder mal ein Rezept zur Abwechslung. Und das geht super schnell. Und zwar einen Maultaschenauflauf. Dazu braucht ihr eine Packung Maultaschen.
eine Packung Sahne, Butter zum Anbraten, eine Knoblauchzehe, gekörnte Brühe, ganz wichtig, gekörnte Brühe, Mozzarella, also halt Käse für den Auflauf und eigentlich eine große Tomate, aber ich habe hier die Cherry-Tomaten noch übrig und deswegen kommen ungefähr 5 Cherry-Tomaten rein. Also wirklich super easy und schmeckt einfach grandios. Ich erhitze jetzt die Butter in einer Pfanne, habe die Knoblauchzehe schon von der Haut entfernt. Die pressen wir gleich, wenn die Butter geschmolzen ist, mit einer Knoblauchpresse einfach da rein und lassen sie so ein bisschen nicht auf zu hoher Temperatur anbraten. Und wenn das dann so ein bisschen angebraten ist, kommen die klein geschnittenen Tomaten da rein. Das ist der erste Schritt. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe auch hier jetzt schon die Auflaufform vorbereitet. Ich mache das immer in 2 Auflaufformen, weil ich morgen auf die Arbeit fahre und mir dann immer, also ich finde das ein perfektes Gericht für die Arbeit. Wir haben eine Mikrowelle und deswegen mache ich das hier in diesen glasofenfesten Form. Hier haben wir auch direkt einen passenden Deckel, das heißt nach dem Abkühlen mache ich einfach Deckel drauf, Kühlschrank und kann so auf die Arbeit mitnehmen. Aber ihr könnt natürlich auch eine Auflaufform benutzen, wenn ihr das direkt essen wollt. Aber wie gesagt, ich nehme es gerne auf die Arbeit oder teile es mir gerne auf, weil es halt 2 Portionen sind. Also 3 Maultaschen ist für mich eine Portion. Und ja, das köchelt jetzt hier noch ein bisschen. Und dann gießen wir das mit einem Becher oder einem Tetrapack Sahne ab. Da die Creme fin immer sehr dickflüssig ist, mache ich da noch einen Schuss Milch rein. Und genau, und dann macht ihr da einfach einen Teelöffel von der gekörnten Brühe rein. Und ein bisschen Pfeffer, schmeckt es ab und das war's im Prinzip schon. Dann habt ihr eure Soße für die Maultaschen. Dann gießt ihr die Soße über die Maultaschen und macht Käse drauf und tut es dann in den Ofen. Einmal kurz aufkochen lassen und ja, so sieht die Soße dann aus. So sieht das Ganze jetzt aus mit dem Käse. Käse mache ich immer so nach Gefühl. Ich mag mehr Käse, ihr könnt natürlich auch weniger Käse drauf machen. Aber ich liebe das, wenn der Mozzarella dann so geschmolzen ist. Und das kommt jetzt einfach bei 180 Grad in meinen Ofen hier. Für ungefähr bei Heißluft. Für ungefähr, ja, so 20 Minuten. Ich gucke dann immer so, dass der Käse schön goldbraun ist. Und ja, dann ist das auch schon fertig. Also ein super schnelles, super leckeres und super einfaches Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja, hallo mein Lieben. Einige Tage sind jetzt vergangen seit dem letzten Mal und heute ist mein Geburtstag. Happy Birthday to me. Genau, ich werde heute 29. Nichts Spektakuläres geplant, ist ja Mittwoch. Ich bin im Homeoffice heute, habe einige Calls schon von einem neuen Job, wo ich jetzt am Freitag anfange. Aber ich wurde schon eingeladen und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich dran teil. Habe immer zwischendrin jetzt so ein Stündchen Pause. Dann muss ich mich jetzt ums Essen kümmern, weil später kommen dann meine Eltern und danach kommt meine beste Freundin noch vorbei. Genau, und da mache ich jetzt nur Fleischkäse im Ofen und einen Reisnudelsalat und einen Grünsalat. Und meine Freundin bringt noch später Tiramisu mit. Genau, ansonsten ist nicht viel geplant. Zum Glück werde ich nur 29. Ja, geschenkemäßig kriege ich nur was von meiner Freundin. Meine Eltern bezahlen den Umzug. Apropos Umzug, ihr wolltet auch wissen, was der Umzug kostet und was alles beinhaltet ist. Das habe ich nicht vergessen, das werde ich auch nochmal machen. Aber jetzt nicht, weil ich sehe gerade, der Akku geht gleich leer von der Kamera. Genau, also von meinen Eltern bekomme ich den Umzug bezahlt. Von meinem Freund habe ich ja die Kamera geschenkt bekommen. Das ist ein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk. Also er bevorzugt immer, Weihnachten und Geburtstag zusammen zu schenken, weil er sich dann um weniger kümmern muss. Und dann ist es halt ein großes Geschenk. Genau, und was meine Freundin mir schenkt, zeige ich euch dann natürlich auch noch später. Aber ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich fühle mich mal gut, mal richtig gestylt zu sein, die Haare gemacht, geschminkt. Fühlt sich richtig gut an. Ich habe mir heute schon 2 Sachen bestellt zum Geburtstag. Ja, gestern ist die Kamera einfach ausgegangen, da war der Akku auf einmal leer. Ich wollte euch noch sagen, dass ich bei Adidas und bei Purelay bestellt habe zu meinem Geburtstag, weil ich von den Gutscheincodes bekommen habe zum Geburtstag. Aber mein Geburtstag ist bereits vorbei, genau. Heute hatte ich meinen letzten Arbeitstag im alten Job und morgen beginnt dann mein neuer Job. Genau, ich habe auch was ganz Nettes bekommen.
einen Strauß Blumen. Und dann gab es noch Pralinen, also eine Merci-Schokolade und einen 100-Euro-Gutschein für verschiedene Shops, also IKEA, Otto, H&M etc. bp. Aber ich weiß schon, was ich kaufe, weil die hatten den Hintergrund, die wissen auch, dass ich umziehe. Und dann haben sie gesagt, dann kaufst du dir halt was Schönes für die Wohnung. Und das mache ich auch. Ich wollte bei Otto wahrscheinlich Badezimmerteppiche kaufen. Genau, so spektakulär. Dann zeige ich euch gleich noch das Geschenk von meiner besten Freundin, was ich gestern bekommen habe. Und gestern ist noch ein schönes Paket gekommen. Und zwar... ist der Kopf von meinen Haken. Also ich habe so Art Strichmännchen als Kleiderhaken und da ist dem einen leider der Kopf abgefallen und der liegt hier die ganze Zeit. Ich vergesse immer, den anzukleben. Genau, also, was ich euch zeigen wollte, das hier ist gestern noch angekommen. Der Funko Pop mit dem Schloss aus Anaheim und Walt Disney. Den habe ich mir bei eBay bestellt aus Amerika. Fragt nicht nach dem Preis. Der ist, ja. Also sagen wir es mal so: Die Leute machen schön Gewinn mit dem Ding. Aber ich wollte es unbedingt haben und wer es unbedingt haben will, zahlt auch den Aufpreis. Ne? Ja, dann habe ich noch eine Pure Lace Surprise Box bekommen. Ja, ich habe mir noch eine bestellt. Ich habe einen schon in Silber bestellt. Jetzt habe ich nochmal einen in Gold bestellt, weil ich das so cool fand. Aber ich glaube, mit der Purelay-Bestellung warte ich dann noch, bis die anderen Sachen kommen, die ich mir auch zum Geburtstag bestellt habe. Das Adidas-Paket kam übrigens heute schon. Das kann ich euch gleich noch zeigen, die Schuhe, die ich da bestellt habe. Aber die Purelay-Sachen zeige ich euch dann ein andermal, wenn die anderen Sachen dabei sind. Genau. Aber meine HelloFresh-Box ist auch endlich heute angekommen. Genau, ich hatte 3 Wochen Pause, weil ich ja nicht da war. Und dann eigentlich hätte ich sie letzte Woche dann noch bestellen können. Jetzt seid ihr schief. Genau, hätte ich es eigentlich letzte Woche noch bestellen können, aber irgendwie habe ich es dann verdattelt und ich weiß, dass Brina, Daniel, Vivian, Kevin fast jeden Tag HelloFresh am Kochen sind und wir jeden Tag telefonieren und sie dann erzählen, oh, das war so lecker und oh, was habt ihr heute gekocht, was kriegt ihr? Und ich so, ich hatte keine Box. Ja, jetzt habe ich endlich wieder eine Box und kann mitreden. Nee, ich freue mich wirklich drauf, die Sachen zu kochen, weil diese Woche ist auch echt lecker. Es gibt einmal gratinierte Zucchini mit Hackfüllung. Dann gibt es Wraps mit Crunchy Champignons. Und Teriyaki-Glasnudeln mit Schweinefilet. Genau. Ich muss nächste Woche wieder aussetzen, aber weil ich keine Küche habe. Also ich ziehe ja schon um. Und wenn die nächste Box kommen würde, hätte ich keine Küche. Ich müsste theoretisch dann hier hinfahren und dann kochen, aber das macht ja keinen Sinn. Deswegen nächste Woche fällt wieder bei mir flach mit HelloFresh. Ich hoffe, dann übernächste Woche habe ich eine Küche. Wenn nicht, ich habe da, aber HelloFresh bietet auch Thermomix-Rezepte an. Und ich habe dann für übernächste Woche 3 Thermomix-Rezepte bestellt, weil just in case die Küche noch nicht angekommen ist oder wir sie noch nicht aufgebaut haben, kann ich mir die in Thermomix machen und den Rest, ich werde noch so eine Kochplatte haben, so einen für einen Topf. Also irgendwie werde ich schon hinkriegen, falls die Küche dann nicht aufgebaut werden sollte, aber mal sehen. So, jetzt, was zeige ich euch noch? Genau, ich zeige euch noch die Schuhe von Adidas und eine kleine EMP-Bestellung. Ja, dann gab es noch ein paar Adidas Disney-Schuhe für mich. Ich habe zum Geburtstag, wie gesagt, einen Gutschein bekommen und habe mir hier diese Sneaker bestellt. Und zwar sind es einfach schwarz und hier in den Streifen innen haben sie Mickey so ein bisschen sehr dezent versteckt. Dann ist hier noch eine kleine Mickey, ansonsten sind sie einfach schwarz. Und das finde ich so toll dran, dass es sehr dezent Disney ist. Genau, also die habe ich mir bestellt und dann kam von EMP, da hatte ich auch einen Geburtstagsgutschein bekommen von 10 Euro. Da habe ich mir jetzt die Weihnachtsohren bestellt. Genau. Die sind gestern rausgekommen, also Weihnachten ist ja schon lange vorbei, aber manchmal ist EMP auch ein bisschen spät dran. Und zu guter Letzt habe ich euch ja versprochen, noch die Geschenke von meiner Freundin euch zu zeigen. Fangen wir mit dem Highlight an, und zwar dieses Swarovski-Armband mit Mickey. Sie hat mir die Ohrringe von Mini geschenkt zu Weihnachten, aber das Armband jetzt von Mickey.
Weil die Mickey-Ohrringe habe ich mir ja vorher selbst gekauft. Genau, die trage ich auch heute. Passenderweise. Dann hat sie mir noch, ich drehe mal die Kamera. Genau, dann hat sie mir stapelbare Schüsseln geschenkt. Ja, sehr spektakulär mit Deckel. Aber ich habe natürlich Schüsseln, aber nicht stapelbar. Und die nehmen bei mir so viel Platz weg. Deswegen stapelbare Schüsseln. Dann gab es ein selbstgehäkeltes Haarband mit Fake, also einer Mickey in Burberry Style. Genau. Ich erinnere mich, damals hat sie mich gefragt, was möchte so Strass, glaube ich, Plüsch oder halt Burberry. Ja, und ich bin auch dann so ein kleines Markenopfer, deswegen Burberry. Dann hat sie mir eine Parfumkrümel geschenkt und einiges an Beauty-Sachen. Hier eine aufpolsternde Maske, Hyaluronmaske. Man wird ja nicht jünger, ne? Dann dazu das passende Serum. Und dann eine Haarmaske von Pomelo. Ich kenne auch nicht Pomelo, aber sie meinte, das ist total toll. Ich bin gespannt. Könnt ihr gerne unten mal kommentieren, ob ihr Pomelo kennt und das genauso toll findet. Dann und einiges an Make-up von Kiko. Genau. Da ist einmal ein Puder drin. Hier ist ein Lippenstift. Der ist metallic, dunkelrot. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann einen Pinsel, den man gut mitnehmen kann, zeige ich euch gleich mal. Und hier diesen Blush, also einmal Rouge. Und was ich hier so cool finde, das mit einer Hand funktioniert. Genau, der ist hier in so einem kleinen Kosmetikbeutel. Kann man echt gut in die Handtasche schmeißen, dann hat man immer so einen kleinen Pinsel parat. Genau. Also echt sehr, sehr fancy. Also fancy ist es jetzt nicht, aber ja, das ist auch sehr flauschig. Fühlt sich echt gut an. So, heute ist mein erster Arbeitstag im neuen Job und ich wollte euch mal mein Outfit zeigen. Es ist sehr dunkel gehalten, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Genau, also ich habe einfach eine Schluppenbluse an. Mein Freund hasst die Dinger. Er findet sie unglaublich hässlich, aber ich mag sie ganz gerne. Genau, und dazu habe ich einen, sieht man kaum, Moment. Ja, hier sieht man es. Einen schwarz-blauen schimmernden Rock an. Genau. Und dann die Schuhe, die ich euch bereits gezeigt habe von Tamaris. Genau. Ja, das ist mein erster Tag-Outfit. Natürlich muss ich ja noch eine Maske anziehen im Büro. Aber ich finde es sehr schick. Ist natürlich sehr dunkel, aber trotzdem, ja, sehr stilvoll. Obwohl freitags eigentlich immer Casual Look ist, aber ich dachte jetzt, komm, am ersten Tag muss ich mal ein bisschen rausputzen. ja, aber ich finde es ganz schick. Genau. Dann lege ich jetzt mal los, fahre jetzt los und berichte euch dann heute Abend, wie es war. Heute von der ungeschminkten Front. Es ist Sonntag. Ich muss den Vlog eigentlich heute noch schneiden und hochladen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also gestern den kompletten Tag alles noch weggepackt. Jetzt habe ich keine Umzugskartons mehr. Jetzt muss ich noch zu meiner Freundin fahren. Die hat noch welche im Keller. Alles in Taschen und so. Und da komme ich gleich zum Thema. Aber jetzt gestern habe ich auch noch mal festgestellt, wie viel Schrott ich eigentlich habe. Also, ich muss definitiv ausmisten. Das wird mein Vorsatz für 21. Einmal ausmisten. Also, wenn ich einräume, werde ich echt versuchen, auszumisten. Ich habe jetzt auch schon zwei große 120 Liter schwarze Säcke voll mit Müll, den ich entsorgen muss, mit Sachen, die abgelaufen sind, mit Sachen, die ich nicht mehr brauche, die Sachen auch, die kein anderer mehr haben will. Genau. Es ist schon sehr, sehr anstrengend. Heute hat es auch noch geschneit. Ich muss jetzt aber gleich zur neuen Wohnung fahren, wieder was rüberfahren. Genau, ihr wolltet ja noch wissen, wie das ist mit dem Umzugsunternehmen, was da alles enthalten ist. Ja, also ich habe den Service gebucht. Einmal umziehen natürlich, dann Möbel ab- und aufbauen. Das war mir ganz wichtig, das habe ich schon mal gebucht und das ist so entspannt. Das heißt, man kommt in einem Tag, hat man wirklich
seine komplette Wohnung eingerichtet. Also jetzt klar nicht mit Deko, mit den ganzen Sachen in Kartons, aber die Möbel stehen schon mal. Das heißt, man kann drin schlafen, man hat die Couch, man hat den Fernseher. Also das Wichtigste steht dann schon mal. Und dann kann man sich halt wieder mit den Kartons beschäftigen. Was hier geendet hat, geht da dann wieder weiter. Es wird auch noch ein langer Prozess, bis ich alles ausgeräumt habe, glaube ich. Aber ich habe ja Zeit, ich bin ja zu Hause. Ja, also das ist so der Service. Ansonsten mögen Umzugsunternehmen, ich weiß es noch vom letzten Mal, nicht so IKEA-Taschen zu packen. Ich hatte dann letztes Mal ein paar IKEA-Taschen, die haben sie dann auch gnädigerweise mitgenommen. Aber die sind nicht stapelbar. Das heißt, jetzt meine Kaffeemaschine, die gerade ausgeht. Also die bevorzugen schon Umzugskartons, also weil die halt stapeln können und halt in mehreren auf einmal mitnehmen können. Und so eine Tasche, ja, ist halt schwieriger. Deswegen muss ich eigentlich hauptsächlich alles in Umzugskartons packen, was natürlich in Umzugskartons passt. Jetzt hier meine Soundbar passt jetzt nicht in Umzugskartons, Bilder, der Computer, Pflanzen etc. pp. Dass das alles nicht reinpasst, ist in Ordnung. Das darf so stehen bleiben und das packen die dann in so Folie ein. Ja, also und den Fernseher natürlich auch. Ich habe von meinem neuen Fernseher im Wohnzimmer, habe ich den Karton sogar noch behalten, weil ich wusste, dass ich umziehe, weil die so große Kartons, glaube ich, nicht haben für den Fernseher. Mein kleinerer Fernseher aus dem Schlafzimmer passt noch in deren Kartons. Genau, also die bringen auch Kartons mit für Fernseher zum Transportieren. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie es gerade bei mir aussieht und dann reden wir über Kosten und dann beende ich den Vlog, weil ich da noch einiges zu tun habe. Also so sieht es hier gerade aus. Katastrophe, hier sind noch ein paar Lappen drin, wir müssen alles noch montieren. Gestern die ganzen Löcher verspachtelt, alles abgehangen, was so an den Wänden hing. Hier seht ihr die riesen Beutel, ich weiß noch nicht, wo ich die auf der Mülldeponie einfach hinbringen kann, aber... Ich glaube, davon wird es noch sehr, 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 sehr viele Beutel haben. Genau, und hier seht ihr schon mal ein bisschen Chaos. Also Umzugskartons, Bilder, hier so Wandsachen, die an der Wand hingen, Wandregale, Koffer. Also das, was alles nicht in Umzugskartons passt, steht hier. Genau, der Karton kommt beim Fernseher. Dann geht es hier weiter. Hey! Ja, also das sind die Taschen, die ich meine, die sie ungern mitnehmen. Und davon habe ich jetzt... gestern sehr viele packen müssen, weil ich keine Umzugskartons mehr hatte. Die werde ich jetzt heute peu à peu noch rüberfahren in die neue Wohnung und die Kartons bleiben stehen, das nehmen die halt mit. Genau. Meine Overlock-Maschine, die muss ich auch noch selbst mit rüberfahren. Meine Lampe, ja. Also so sieht das Ganze hier aus. Hier sind auch noch ein paar Sachen, die ich mitnehme, so Essen, ja. Pflanzen muss ich auch noch, also die würde ich auch, die nehme ich, die großen Pflanzen nehmen sie mit, aber bei so einigen Pflanzen bevorzuge ich die selbst drüber zu fahren. Und was ihr seht, der Schrank ist eigentlich leer, außer unten, das muss noch weggeräumt werden. Aber das Gute ist, die Sachen können hängen bleiben. Die bringen Kleiderboxen mit, wo ich die Sachen im Prinzip nur reinhänge, die dann mit einpacken und dann den Schrank abbauen. Und dann in der neuen Wohnung brauchst du aber nur wieder aufhängen. Genau, das ist sehr, sehr praktisch. Deswegen ist es, sieht das hier so aus. Ja, hier ist noch mein restliches Make-up, was ich für die Tage brauche. Also es, achso, hier konnte ich mal meine Wand zeigen, wo die Ohren hingen. Polka-Dots, ne, würde ich sagen. Ja, kann ich mal mein chaotisches Schlafzimmer nehmen. So sieht das gerade zur Zeit aus. Also ganz, ganz... chaotisch, wie gesagt, da oben sind noch ein paar Sachen, die müssen raus, aber die Pullover versuche ich, also ich habe mir jetzt, also gegen Ende wollte ich noch einen Karton packen, wo alles reinkommt, was ich in der Küche so brauche. Ich habe ja keine Küche am Anfang, aber so Teller, Besteck, Tassen, Teller, Gläser, ne? Und die packe ich am Ende in einen großen Umzugskarton, den habe ich mir auch, sozusagen, ich kann euch auch so mit euch reden. Den habe ich mir auch zur Seite gestellt, dass der vollgepackt wird und die polstere ich dann mit einigen Pullovern. Genau, die hängenden Sachen können hängen bleiben. Ja, da sind noch ein paar Schuhe, die ich jetzt in den letzten Tagen anhatte. Ja, also immer so ein bisschen ist noch überall da, aber ja, in 2 Tagen geht es los. Ja, also das Chaos habt ihr gesehen. Ich mache euch auch noch eine Roomtour hier aus der Wohnung, wenn alles raus ist. Nach dem Umzug dann irgendwann die Tage. Ich muss, also am 19. ist mein Umzug.
Schlüsselübergabe, ich gesagt, am 30. Januar. Dann, ich muss ja hier nochmal einmal putzen. Die Küche bleibt ja drin, die muss ich auch nochmal sauber machen. Also ich lasse sie sauber machen. Ich muss sagen, ich hole mir eine Putzfrau. Weil durch den neuen Job, es war übrigens gut, ein erster guter Tag, aber durch den neuen Job und Umzug habe ich wirklich keine Zeit, mich noch ums Putzen zu kümmern. Also am 20. kommt noch die Putzfrau in meine neue Wohnung, einmal komplett alle Schränke auswischen, den Boden halt vom Umzug, die werden ja halt alle mit Schuhen da rumlaufen. Genau, also die wird einmal alles grundreinigen und dann kann ich auch die Schränke einräumen und dann muss ich sie nochmal hierher ordern, dass sie nochmal die Küche sauber macht, die Bäder, den Boden einmal durchfegt, ne? So wie das hier immer sein muss. Ja, kommen wir zu Kosten. Genau, also das ganze, der ganze Service, es kommt, also es kommt immer darauf an, wie viel ihr habt, wie weit die Distanz ist. Bei mir sind es jetzt nur 3, glaub 30, also 20 Minuten Fahrzeit ungefähr, 20, 30 Minuten Fahrzeit von hier bis zu meiner neuen Wohnung. Also es sind viele Faktoren. Einmal natürlich, wie gesagt, Distanz. Dann, wie viel Kubikmeter ihr habt. Ja, aber bei mir war es so, die Dame kam zu mir nach Hause von der Umzugsfirma und ich hatte die Umzugsfirma damals schon. Also, und meine Mutter ist auch damit umgezogen, also vollkommen zufrieden gewesen. Und die Dame kommt halt hierher, guckt sich alles an, macht sich Notizen, was ihr alles mit umziehen wollt und dann kriegt ihr das Angebot zugeschickt. Genau, so war das bei mir. Und die hat natürlich alles zusammengerechnet, wie viele Kubikmeter es sind. Und ich nehme ja auch alle Möbel mit, die hier noch drin stehen, außer wie gesagt die Küche. Und ja, auf einen Endpreis von 1.900 Euro. Genau. Es ist ein Batzen Geld. Meine Eltern schenken mir das zum Geburtstag, aber es ist schon viel Geld. Das ist klar, das braucht man nicht drum herum reden. Es ist viel Geld. Und aber man muss auch den Komfort sehen. Also man muss nichts, also ich muss jetzt noch was rüberschleppen, ja, aber die ganzen Umzugskartons, die ganzen Möbel auseinanderbauen, die Schränke auseinanderbauen und dann wieder aufbauen. Meine Eltern können mir zurzeit fast gar nicht helfen. Also mein Papa hat sonst immer noch sowas gemacht wie Löcher gestopft, Lampen montiert, demontiert, neu anmontiert. Aber kann zurzeit nicht richtig, also ordentlich auf einer Leiter stehen. Das ist mir dann auch zu gefährlich, das möchte ich nicht riskieren. Das kann ich natürlich auch machen. Oder das mache ich dann, ne? Aber ich bekomme noch Hilfe von ganz, ganz lieben Freunden. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil, wie gesagt, meine Eltern können mir zurzeit nicht helfen. Ansonsten, mein Freund ist in der Schweiz, der kann mir auch nicht helfen, obwohl er jetzt auch nicht der begabteste Handwerker ist, ne? Also, er könnte vielleicht was tragen helfen, aber handwerklich, jedes Loch, was hier in der Wand war, habe ich reingebohrt und jeden Dübel habe ich reingemacht. Ja, ich bin handwerklich auch begabt. Ja, deswegen, also meine Eltern sind zurzeit keine große Hilfe, wenn man das so sagen kann, ne? Und ansonsten habe ich auch nicht so viele Freunde hier. Ja, ist halt so. Ich habe viele Freunde verteilt in Deutschland. Und deswegen ist es halt schon sehr komfortabel, so ein Umzugsunternehmen zu haben, die dann halt wirklich ab- und aufbauen und dann habe ich wirklich schon mal ein Bett und alles steht schon mal und dann muss ich wirklich wieder nur ausräumen und da kann ich mir halt Zeit lassen. Deswegen, man muss es immer in Relation sehen. Natürlich, fast 2000 Euro sind sehr, sehr viel Geld, aber ich habe auch viel Kram, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe 60 Umzugskartons angemeldet. Genau, also ich habe halt viel Zeug, das weiß ich mittlerweile. Ja, also so viel zu den Kosten. Ich nehme euch natürlich am Umzugstag ein bisschen mit, zeige euch dann noch die neue Wohnung mit den Möbeln, wie es dann aufgeräumt, also aufgebaut wurde. Versuche ich euch ein bisschen mitzunehmen. Und dann gibt es noch eine Roomtour im nächsten Video hier aus der alten Wohnung. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Ich muss jetzt nämlich in die neue Wohnung fahren, was rüberbringen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch noch irgendwas interessiert, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.